Ja, Kevin Campbell ist bei uns. Kevin, erster Tag heute in Lissabon. Wie war die Anreise gestern? Ja, die Anreise war sehr gut. Uns gefällt es allen hier. Es ist ein schönes Hotel, der Trainingsplatz ist super, die Bedingungen sind sehr gut, sind nicht weit vom Meer entfernt. Ja, und jetzt freuen wir uns alle hier zu sein und hoffen natürlich, so lange wie möglich hier bleiben zu können. Im Hotel, wer sind deine Zimmernachbarn? Neben mir ist Sabi auf jeden Fall, das weiß ich. Wir sind ja meistens irgendwie nebeneinander. Früher waren wir Zimmerkollegen. Als das noch möglich war, haben wir immer zusammen im Zimmer die Nächte so verbracht dann. Und jetzt, seitdem das nicht mehr möglich ist, haben wir ja jede Einzelzimmer. Und da ist jetzt Sabi mein Nachbar. Links war, glaube ich, keiner, deswegen weiß ich nicht. Also. Bis zum Viertelfinale sind es noch ein paar Tage. Ihr hängt quasi die ganze Zeit aufeinander beim Training, im Hotel. Bist du so ein Typ, der dann auch mal so einen Moment für sich braucht? Ja, ich glaube, ab und zu ist es schon mal ganz gut, wenn du dann so wie jetzt ein Einzelzimmer hast, da kannst du dich mal zurückziehen, hast mal ein bisschen Ruhe, wo ich mit meiner Familie, mit meinen Kindern mal FaceTime machen kann, wo ich dann ein bisschen was anderes als Fußball höre. Ich glaube, das ist immer zwischendurch ein bisschen auch wichtig, so sein privates Ding zu haben für jeden Einzelnen. Jeder hat da ja seine anderen Interessen und ich glaube schon, dass es schon sehr wichtig ist, auch mal einen Ort für sich zu haben, wo man sich mal ein bisschen zurückziehen kann. Ja. Aber auch ein Gewinn jetzt vor so einem wichtigen Spiel, mal eine Ausnahmesituation zu haben, sich voll einschwören zu können auf die Partie gegen Atletico? Ja, natürlich. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit jetzt hier zusammen, alle miteinander. Die Chemie in der Mannschaft ist hervorragend. Da gibt es keinen, der sich irgendwie da anders verhält als andere. Wir wissen ganz genau, warum wir hier sind. Wir haben ein Ziel vor Augen und das ist einfach dieses Spiel jetzt am Donnerstag zu gewinnen. Wir wissen alle, dass es schwer wird, weil Atletico jetzt nicht irgendeine Mannschaft ist, sondern auch zu den Top-Mannschaften in Europa gehört. Aber ich bin mir sicher, dass sie uns auch nicht unterschätzen. Und da die Bedingungen jetzt so gegeben sind, dass es nur ein Spiel gibt, kein Hin- und Rückspiel, denke ich, ist das nochmal ausgeglichener. Es kann alles passieren in diesen 90 oder mit Verlängerung 120 Minuten. Und das Wichtigste ist einfach, dass wir an diesem Tag absolut bereit sind. Aber ich merke schon jetzt bei den Jungs, dass jeder hier den absoluten Willen hat und am Donnerstag und auch jetzt die Tage davor absolut bereit ist, etwas Großes zu schaffen. Nicht nur für den Verein, ich glaube, das wäre für ganz Leipzig und sogar auch für den deutschen Fußball eine große Sache, wenn man so eine spanische Mannschaft, eine Top-Mannschaft besiegt. Und von daher werden wir alles geben. Ja. Das hört sich sehr, sehr gut an. Für dich persönlich das wichtigste Spiel in deiner Karriere? Ja, doch, würde ich sagen. Also ich habe schon zweimal Achtelfinale Champions League gespielt, war natürlich auch schön, aber jetzt so unter den Bedingungen, wie gesagt, noch zwei Spiele bis zum Endspiel, keine Rückspiele mehr, hier kann wirklich alles passieren. Und diese Mannschaften, die jetzt noch dabei sind in der Endrunde, sind auch zu Recht da, weil sie einfach in der Gruppenphase die besten Mannschaften und auch in der K.O.-Phase dann waren. Und da kann wirklich alles passieren. Und ich glaube, so einen kurzen Weg zu einem Finale in der Champions League gab es noch nie, wird es auch, glaube ich, nicht mehr geben. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, was Großes zu schaffen. Und diese Chance kommt vielleicht einmal im Leben. Und deswegen sollte man alles dafür tun, um sie zu ergreifen. Du hast gerade davon gesprochen, zweimal Achtelfinale. Eins davon war mit Leverkusen gegen Atletico. Danach war Schluss erstmal für euch. Noch eine offene Rechnung? Ja, wir haben es im Hinspiel vergeigt. Wir haben zu Hause, glaube ich, drei Tore kassiert durch individuelle Fehler von uns selber. Im Rückspiel war es ausgeglichen. Wir haben auch zwei Tore im Hinspiel geschossen, also da wäre mehr möglich gewesen, auch schon damals mit Leverkusen. Aber natürlich denkt man dann noch ein bisschen dran. Ich habe ja auch noch meinen Nationalmannschaftskollegen von damals bei Atletico, den ich schon seit 10 Jahren kenne, Jan Oblak, toller Typ, mit dem ich immer noch in Kontakt bin. Und natürlich freut man sich da, wenn man da nochmal die Möglichkeit jetzt bekommt, da vielleicht sich so ein bisschen zu rächen für damals. Ja. War dann speziell zwischen Jan Oblak und dir vor dem Spiel Kontakt da? Habt ihr euch ausgetauscht? Ja, wir haben geschrieben, dass wir jetzt wieder in der K.O.-Phase aufeinandertreffen, was schon ein bisschen witzig ist. Und dann hat er mir halt noch geschrieben, dass es schöner ist, wenn wir zusammen spielen, halt wie wir es in der Nationalmannschaft getan haben. Aber ich freue mich, ihn am Donnerstag zu sehen. Ich hoffe natürlich mit dem besseren Ende für uns. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie, ihm sogar einmal einzuschweißen. Habe ich noch nie geschafft bisher, weil er einfach auch zu den besten Torhütern der Welt gehört. Es ist sehr schwer, an ihm vorbeizukommen. Aber wir sind Freunde und das werden wir auch bleiben. Wie kriegen wir das hin, ins Halbfinale einzuziehen? Gegen Atletico, was macht Atletico aus oder so schwer? Ja, ich glaube, dass Atletico
im Verteidigen brutal stark ist, dass sie mit allen Männern auf dem Platz sehr, sehr gut verteidigen, auch mal für längere Zeit mal mit tief stehen können. Aber das darf man dann nie unterschätzen, weil sie sind auch spielerisch extrem stark, können sich ganz schnell von hinten nach vorne rausspielen, lauern auch oft auf diese einfachen Ballverluste, die man manchmal im Spiel hat, und das können sie halt brutal ausnutzen. Und da müssen wir einfach sehen, dass wir so einfache Ballverluste so gut wie es geht vermeiden, weil sie da einfach extrem stark sind. Und dass wir halt versuchen, Lücken aufzureißen in ihrer Verteidigung, dass wir schnell spielen, dass wir uns nicht am eigenen Ballbesitz ergötzen, sondern wirklich klar bleiben und Situationen, die wir bekommen, zum Abschluss bringen. Ich glaube, das sind Sachen, die sehr wichtig sein werden. Und dann bin ich mir absolut sicher, dass wir unsere Chancen auf Tore bekommen werden und dass wir mit allen Jungs auf dem Platz verteidigen werden, als wenn es kein Morgen gäbe. Ja, das musst du, weil, wie gesagt, das ist eine Riesenchance und die wollen wir alle, die wollen wir alle uns ermöglichen, wenn es geht. Und wir wollen natürlich so lange, wie es möglich ist, hier in Lissabon bleiben. Das hoffen wir auch. Kevin, ich danke dir erstmal und noch eine gute Vorbereitung. Bis Donnerstag. Danke.